Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir Zavet getötet. Nein, der ist bestimmt noch abschlafen. Und ja, wir sollen, also Rose soll einen Auftrag für die Sperlingsfedern erledigen, weil sich Helions in der königlichen Familie befinden. Und ja, deswegen schauen wir mal rein, was da so abgeht. Zavet hat uns übrigens seine Pistole gegeben namens Siegfried. Und da ist nur noch ein Schuss übrig und den können wir benutzen, um uns selber zu stärken oder um die Bosheit von jemandem zu entfernen. So wie ich das verstanden habe. Also ja, ich hoffe, wir bekommen nicht irgendwann so die Wahl. Also hoffentlich bekomme ich nicht wirklich irgendwann die Wahl. Weil manchmal, was sollte ich, ich verstehe zum Beispiel einige Dinger nicht, weil man für einige Sachen irgendwie eine Wahl hat und für andere nicht. Ob man die Brücke hier erheben soll oder nicht, oder ob man, sollte übrigens ein bisschen einkaufen, merke ich gerade, ja. Oder ob man, wow, so viele. Ja, ob man diesen einen Typen zeigen sollte, ob man der Hirte ist oder so, sind da recht, ja, läppische Entscheidungen gewesen, die irgendwie gar keine Konsequenzen hatten bis jetzt. Also ja, verstehe ich nicht. Ja, wir müssen hier übernachten. Da, guck mal, ich habe hier Maximum. Boah. Äh, 75 kriege ich nie im Leben. Immer das hier. 75 Treffer ist nicht so einfach durchzuziehen, finde ich. So, ich nehme an, es ist jetzt Nacht, ne? Ja. Schon das zweite Mal, dass wir nachts irgendwie was machen müssen. Ey. Also die anderen Sachen erstmal weg. Wieso sollen wir uns überhaupt reinstellen? Wir können doch rein und raus gehen da. Wir konnten doch in die Kirche reingehen und also was, letztes Mal. Warum sind wir ja noch einmal nicht willkommen hier? Können wir gar nicht vorstellen. Okay. Wollte ich hier lang? Oh, ach so. Was sieht das aus, wenn wir uns zunächst die Stadt anschauen, bevor wir in die Burg gehen? Wenn wir schon einmal hineinschauen, können wir vorher auch das Gebiet gründlich erkunden. Ja. Ich nehme an, ich weiß, wo wir müssen. Da irgendwie diesen komischen Abhang, ja. Und irgendwie alles so im Blick hat. Oh, ich glaube, wir können da gar nicht hin. Safra. Was sollen wir denn hier ein bisschen nachgucken? Hier kann man, glaube ich, nicht rein, ne? Genau. Okay. Vor allem, wer ist überhaupt jetzt hier an der Macht? Der Papst ist ja immer noch hier in Gododin. Kardinalin ist ja tot. Okay, deswegen sind wir vielleicht nicht so willkommen hier. Könnte vielleicht sein. Aber trotzdem. Was denn hier noch? Sonst könnte man da irgendwo hingehen, kann man aber nicht. Bleh. So.
muss es ja da sein. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wo er noch hin soll. Nö, hier ist auch nichts. Bleibt dann noch der Vorplatz hier und dieser eine Ort, wo wir diesen falschen Hirten getroffen haben. Oder ich nachgeguckt haben. Da ist er auch wahrscheinlich, ne? Oder hier, okay. Also wir gucken am Eingang nach. Er sah letztes Mal auch schon so aus, als sie ihn gefangen genommen haben. Ah, du bist der Typ? Aber der sah schon, als sie den gefangen genommen haben, auch so aus. Wieso sagt er jetzt auf einmal 10.000 Uhr, ehrlich? Der hat nur 10.000 AP. Ist das die Stimme von Dio? Aus JoJo's Bizarre Adventure? Fällt mir gerade so auf. Ist das Dio Brando? Das muss ich unbedingt nachgucken nach der Aufnahme. Ja, der ist. Der lacht nochmal ein bisschen. Aber da verstehe ich noch nicht. Die haben noch die haben den noch irgendwie in Damensee, als wir zum ersten Mal ihr Sperrungsfehler angesehen haben, gefangen genommen. Die kannten den doch. Da sah er auch schon auch so aus. Also irgendwie komme ich mit der Story irgendwie nicht mehr zurecht. Aber ich glaube, das ist echt Dio. Schwarz-weiß. Das ist Dio, ne? Seid die eine? Die Blasse? Ja. Okay. Okay. Na gut. Er kämpft gegen mehrere Lunas. Boah, sogar. Das Ding ist jetzt schwarz-weiß. Boah, alle Effekte sind jetzt schwarz-weiß. Ja, auch nicht. Ich will mich gerade amortisieren. Okay, geht noch weiter. Das ist dieser eine Olle, ne? Das Mädchen. Okay.
Also sie ist das, okay. Ich dachte, er wäre das jetzt. Mein Gott! Noch mehr. Okay, kein Helion. Interessant. Dann sind wir jetzt wieder voll, oder? Okay. Guck mal hier jeden Ort ab. Erstmal Stacks zu bereiten. So, da, okay. Bin ich vor dem Turm hier, vor dem Ritterturm. Ne, vor der Kirche ist das. Ist das wieder alles in Farbe? Okay. Was sollte das jetzt? Ja, sieht genau. なかなかいい怒りだった。それがゾウとして芽吹けば、あの方も喜ばれよう。何こいつ。待ちわびた。木は熟したよ。お互いにな。待て、デゼル。こいつは氷魔じゃない。関係あるか。ダチョ氷魔にし、風の傭兵団を貶めたお前らは絶対殺す。 何言ってんの、デゼル。この娘にはまだ語ってなかったのか。いい、実にいい、最高のお膳立てではないか。デゼル、やめるんだ。話す。俺はこの時のためだけに生きてきた。ちょっと、いい加減感じ悪いぞ。スレイ、デゼル。 なんなわけ。娘、私が教えてやろう。このものは死んだ友との絆の証である。風の傭兵団の存続を願うあまり、霊能力の高いお前を時に操り、利用してお前たちを暗殺集団という闇社会の住人に仕立て上げた。そして 兵馬を殺すために神の力に目をつけ、すべては友の仇を討つためと言い聞かせ、お前に干渉し続け、復讐の器となるよう仕向けた。そうだ、貴様への復讐、そのために俺は全てを投げ打つ。この不思議ちゃんの付き合いは良くないわ。どうや、嫌な予感しかしない。聞きましょう、スレイさん。 Sunderbart, was? Ich will da keine, ich hat keine, ja, 14.000 AP, was ist denn das? Du kannst jetzt noch nicht vorwerfen. Da war damals ein Notfall, dass die amortisiert sind. Ich meine ganz ehrlich, das kannst du jetzt noch nicht vorwerfen.
Habt ihr erledigt, bevor die fertig war? Mann. Muss ich gegen die jetzt auch noch kämpfen? Ja. Was? Illusion oder was? Wer bist du überhaupt? Steht da nicht. Was da? Okay. Was machst du? Ist nicht lustig hier, was du machst. Ist das sein Freund? Den er rächen wollte. Ich rieche eine Anime-Cutscene. Oder Rückblende, okay. ローランスに連れて帰るんです。私がコナー王子と婚約夢みたい。よかった。旅が終わっちまうのは残念だがな。いやだ。終わらないでくれ。 抜かるなよ。行かぬか。コナー王子、団長がいないんです。その子に近づくんじゃねえ。私に指図する貴様は何者か。こいつ、すでに兵馬に。え？誰に話して？貴様らのそのうまそうな匂い。 たまらんな。なぜこれほどの短期間で兵馬と化したのだろうな。王子、俺たちが大長者を殺しただと？何の冗談だ。 逆賊がここに。罠にかけたな、俺たちを。なぜこんなことに。風の傭兵団団長ブラドは第一王子レオンを殺害、身柄をペンドラゴ主兵隊によって拘束された。よって貴様ら全員も拘束する。わかるだろう、コナン王子が兵馬と化し
邪魔者を覗こうと考えたからだ。そして、コナン王子が兵馬になった原因も分かっているよ。彼だ。 お前は私のものとなるなら、特別に赦免しよう。次期皇帝のそばめとなれる。これほどの栄誉はあるまい。こんな！間に合え！ Muss ich erstmal alles verarbeiten, was hier passiert. Was? Lose, geh dir! Zoge! ここからだ、同志。刮目するのだな。 Oh nein, was passiert jetzt? あの怪我じゃ、その前に命が尽きてし。ああ。じゃあ、やっぱ再出兵なのか。そうだ。決めた。前、哀れな刀剣。命も尽きるぞ。お黙りなさい。ああ。失礼。一旦下がれ。俺に策がある。オッケー。 Was denn? So sehr, wenn ich angegriffen hätte. Ja, du kannst auf einmal ein geiles Schutzschild machen, ehrlich. Warte mal, die Pistole. Pistole. として打ち出せ。なんだって。今日まで同化しつつも
意志のある攻撃となって繋がりを見つけて、そこにのみ打撃を与えられる。そう言いたい。それはただの特攻だ。これにこめられてる最後の弾の力と、この力を振り絞って合わせれば、きっと取り込まれずに、つまりだけをぶっ潰せる。 Was passiert da mit dir? Jetzt sag mir nicht, ich muss mich entscheiden zwischen den beiden. Okay. Oh Mann. Fujin Shoga. Oh Mann. Lass es Diesel weg, ne? それ、傍から見たら不幸ってことになるのかもだけど、私は全然不幸とか感じたことないよ。5年前のあの出来事で、私たちはバラバラになってもおかしくなかったのに、風の羽、赤蓮の羽として、また一緒に旅ができた。嬉しかった。 感謝してるよ、私は。ほら、言いたいことあんでしょ。俺は半端もんだ。何もできなかったけど、たった一つだけちゃんとできた。そのたった一つ。 感謝してる。サンキュー。おう。スレイたちにお前らと共に悪くなかったって言っといてくれ。おう。あいつらがもし悩んだら、お前らやりたいことがあるんだろうが、いつまでもくよくよしてると 彼の死をどう思う？なあ、同志、どう思う？彼のように人に惹かれるほど、加護を与えれば与えるほど人を不幸にする天族は、 Das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.